Merry Meet und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute soll sich alles um das Thema drehen, wie Menschen darauf reagieren, wenn ich ihnen erzähle oder sie erfahren, dass ich eine Hexe bzw. praktizierende Wicca bin, also bekennende und praktizierende Wicca. Wie sie da halt drauf reagieren. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Reaktionen und das wirst du wahrscheinlich auch kennen, wenn du in der Materie unterwegs bist und auch praktizierst und dich dazu bekennst öffentlich. Oder halt Personen gegenüber, wenn sie dich darauf ansprechen oder sonst irgendwie bemerken. Bei mir gibt es zum einen auch positive als auch negative bzw. für mich unangenehme Erfahrungen, die ich da gemacht habe. Ich fange mal mit positiv an und zwar, dass Menschen dann sagen, ja hey, da interessiere ich mich auch für und man wirklich ein schönes Gesprächsthema dann hat und sich da auch sehr gut austauschen kann, vielleicht auch sieht, wie das oder hört, wie es andere sehen oder was sie da so machen oder wofür sie sich genau interessieren und vielleicht lernst du dann sogar noch dazu. Also ist halt schon dann interessant. Also manche sprechen mich halt drauf an, wegen meinem Pentagramm oder so. Und dann kommt auch oft hier auch im Internet so die Diskussion, warum trägst du ein verkehrt herumes Pentagramm? Und es gibt kein verkehrt oder richtig. Für mich fühlt es sich so richtig an und ich habe es so geschenkt bekommen von meinem Mann und daher trage ich das so offen und mir ist das egal, ob das jemand als falsch oder böse sieht, weil er meint, wenn man ein rumgekehrtes oder ein umgedrehtes Pentagramm trägt, dass man irgendwie automatisch eine böse bzw. schwarze Hexe sei. Also das ist nicht der Fall. Man hat immer die Bedeutung für Symbole, die man dem selbst gibt. Also es gibt da kein generelles so ist das. Es gibt zwar Theorien oder ja, so Grundlegendes, was es bedeutet, wenn es so oder so rum ist, aber ist ja auch egal. Ja, und dann eher unangenehme ist dann so Menschen, die dann meinen, sie hätten voll die Kenne auf einmal und davon überhaupt keinen Peil haben und dann auf einmal mit einem irgendwie irgendwelche Flüche aussprechen wollen, also irgendwelche Rituale wirken wollen, wo man andere mit Schaden will oder Schaden drauf abzielt. Und das fand ich nicht so gut und ich habe mich auch nicht darauf eingelassen. Aber das kam im Laufe der Zeit halt immer wieder. Und das war jemand, der sich dann für eine ganz besondere und starke Hexe hielt, mit besonderen Fähigkeiten, was man jetzt nicht so festhalten konnte. Mein Mann ist ja auch eine Hexe, ein Wicker und er hatte da auch nichts in der Hinsicht gespürt. Und ich habe schon recht feine Antennen, was irgendwie so ist. Also die hatte dann, ich will es nicht genau ausbreiten, was sie behauptet hat, was sie könne, was sie uns vorgeführt hat, was aber nichts war. Und die hat mich halt immer wieder drauf angesprochen, ja, lass dann noch mit dem und dem einen Fluch wirken, dem schaden, weil der diejenige oder derjenige böse zu mir war. Keine Ahnung, also halt dich bitte von solchen Menschen fern. Also davon kann man nicht wirklich Gebrauch machen von so Leuten. Also würde ich von abraten, sich da drauf einzulassen. Ja, und dann so andere komische, gemischte Reaktionen, so, ja, Satanistin oder ob man mit dem Teufel irgendwie im Bunde wäre oder ähnliches. Ob man Katzen opfern würde, ey, ich besitze Katzen und ich halte sie nicht, um sie zu opfern. Keineswegs. Für mich sind es magische Wesen und jedes Lebewesen hat ein Recht darauf zu existieren und ich werde nichts opfern dergleichen. Ja, also so Reaktionen gibt es dann halt. Im Internet war auch einer, ich weiß nicht, ob ich dem seinen Namen jetzt nennen darf oder nicht, aber ich sag einfach mal, der hat sich der heilige Inquisitor genannt. Und der hielt sich wohl wirklich für einen Hexenjäger, der dann halt online Hexenjagd betreibt. Der hat dann am Anfang, wo ich meine ersten Wicca und Heidentum und alles Videos gemacht habe, Hexenvideos, immer so mich aushorchen wollen. So als wären wir in so einer Inquisitionssitzung oder wie man es auch immer nennen kann, so ein komisches, peinliches Verhör und meinte dann irgendwie, mich darauf festnageln zu können oder so. Oder irgendjemand schrieb auch mal was mit Alien und Riesenei und keine Ahnung was. Es gibt halt schon seltsame Leute, sind seltsame Leute online und offline unterwegs. Ich freue mich halt immer über die Leute, wenn man so Begegnungen hat, so hey, ja, ich interessiere mich auch dafür und dann wirklich man einen Gesprächsstoff hat und damit dann sich austauscht und Anregungen sammeln kann, vielleicht nur irgendwelche Ideen bekommt, wo man drüber sich selbst noch informieren kann und ähnliches. Ich würde gerne mal wissen oder mich würde es interessieren, wie bei dir so die Reaktion waren, wenn du dich da geoutet hast. Also war es eher positiv, negativ oder auch so komische Gemischte, wo du denkst, ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt oder kann man nicht gebrauchen, sollte man nicht machen. Gefährlich sind halt immer die Leute, die da wirklich mit hausieren gehen. Ich gehe jetzt nicht wirklich mit hausieren, aber ich gehe mit dem Thema hier öffentlich natürlich auf meinem Kanal um, weil ich unter
anderem halt auch dieses Thema hier publiziere, verbreite, wie auch immer, da halt Austausch möchte, Menschen irgendwie anregen möchte und denen das näher bringen möchte und ähnliches. Und ja, man hat dann halt manchmal schon komische Leute so begegnet offline, die dann wirklich halt damit hausieren gehen. Ich gehe ja jetzt auch nicht zu jeder Person und sage, hey, guten Tag, ich bin die und die und ich bin eine Hexe. Also das mache ich jetzt nicht, aber es gibt halt Leute, die das machen und die sich dann für super, super, super begabt und fähig und alles halten und dann irgendwie keine Ahnung haben von Tuten und Blasen. Und wenn du dann deren Altar siehst und du kennst vielleicht so gewisse Strukturen, die da drin sein, ja, könnten und dann das absolut nicht erfüllt ist, irgendwie das Kraut und Rüben ist und da Sachen drauf sind, die vielleicht jetzt unbedingt nicht darauf hingehören. Gut, jeder hat sein eigenes Befinden, was da drauf gehört, aber manchmal habe ich mir dann schon gedacht, wenn ich was gesehen habe, mir jemand was gezeigt hat, so, was ist das denn? Nach welcher Tradition richtet derjenige sich da ein? Also es ist schon, also ja, wie gesagt, es gibt da halt kein richtig und falsch, aber bei manchen Leuten hat man halt irgendwie ein seltsames Gefühl und weiß halt nicht, wie man die einordnen soll, wie halt diese eine, die sich für super magisch und keine Ahnung was hält und halt mit einem Ritual Menschen schaden wollte und das dann mit mir zusammen und mit jemand anderem Dritten im Bunde noch. Nee, das kann ich wirklich nicht gebrauchen und kann ich jedem von abraten, wenn dir so jemand über den Weg läuft, so, hey, lass jemanden Schaden zufügen mit einem Ritual oder lass auf Schaden abzielen und lass dich nicht auf jeden ein, mit denen ein Ritual zu machen. Also hab vorher lange Konversationen mit denen und lass dich nicht drauf direkt ein. Ja, man sollte seinem Gefühl vertrauen, wie derjenige jetzt drauf ist, also wie man meint oder spürt, wie derjenige halt ist und ob man das selbst gebrauchen kann, ob das irgendwie einem nahe liegt. Dann lass dann halt deine Intuition entscheiden. Ich habe halt in meinem Fall für mich bemerkt, nee, brauche ich nicht, muss ich nicht. Dann halt immer da ein bisschen Abstand gehalten. Hab zwar schon immer wieder mit ihr über magische Themen gesprochen oder halt Hexen, Wicca-Themen, keine Ahnung, alles Mögliche. Und dann halt immer wieder gemerkt, so, nein. Ja, also ich will jetzt nicht fies wirken oder so, aber man hat halt eine gewisse Intuition und auf die kann man sich schon gut verlassen, würde ich mal sagen. Also verlass dich da drauf und nicht darauf, was andere Menschen zu dir sagen. Ja, ich hoffe, du hast nicht so negative Erfahrungen, wie dass jemand dich direkt mit dem Teufel und Satanismus und keine Ahnung wie in Verbindung bringen will. Und viele sind dann halt auch da drauf gekommen, weil ich immer nur schwarz trage. Gut, jetzt im Moment werde ich langsam bunt. Wow. Also ich weiß auch nicht warum, aber langsam taste ich mich an Farben ran. Man versucht ja im Leben immer wieder was Neues aus. Man entwickelt sich immer weiter. Klar trage ich immer noch gerne schwarz, aber ich bin dann keine Satanistin, nur weil ich schwarz trage. Ich bin halt Gothic, auch wenn ich jetzt so aussehe wie ein Undercover Gothic oder wie auch immer, weil ich farbige Sachen trage. Aber ein Gothic muss auch nicht nur schwarz tragen. Das ist ja auch keine Regel. Mach alles, wie du dich fühlst. Also lass dich da nicht in diese Schublade schieben, verdrängen, wie auch immer. Sei das, was du bist, auch wenn du jetzt nicht so wie ich Wicca bist, wenn du vielleicht Asatru oder keine Ahnung was bist. Es gibt ja so viele Richtungen. Auch einmal nach Gardner, nach Alistair und keine Ahnung was alles. Also es gibt so viele Richtungen. Lass dich da von niemandem in eine Schublade stecken. Lass dich von niemandem inquisitionieren. Heißt das so? Also lass dich nicht irgendwie jagen von jemandem, der sich jetzt für einen heiligen Inquisitor hält oder keine Ahnung was. Oder andere wiederum erklären dich irgendwie verrückt, weil es das irgendwie nicht gibt, aber es gibt nichts, was es nicht gibt. Oder sind ganz schockiert, was? Du bist keine Christin? Kein Christ, weil es hier in der Gegend sehr, sehr verbreitet ist, Christ zu sein. Und es ist eher selten, dass man jemanden begegnet, der sich irgendwie auch damit befasst, irgendwie Ahnung davon hat, so eingestellt ist, wie halt die Leute, die dann fragen, so Satanist, so. Vor allem, wenn man in einem sehr katholisch geprägten Landkreis irgendwie wohnt, dann kann es schon mal komische Reaktionen geben, so, kein Christ, keine Katholikin. Ich bin eigentlich getaufte Katholikin, aber ich habe mich davon abgewandt. Sorry. Ich hoffe, das Video war jetzt ganz interessant für dich und ich hoffe, ich habe nicht zu sehr über jemanden gelästert oder keine Ahnung was, dass dir das irgendwie so rüberkam. Also, ja, ich wollte einfach nur meine Erfahrung mit anderen Menschen einmal zur Geltung bringen, wie die Reaktionen halt sein können von da bis da, was da halt so für eine Range ist, wie Menschen unterschiedlich reagieren können. Es reagiert nicht jeder so, ja, Satanist, oder jeder so, ja, toll, also, oder lass irgendwelche bösen Sachen machen. So reagiert ja nicht jeder. Bin ich auch sehr froh drum, dass Menschen so unterschiedlich sind und dass man sich da auch
entweder austauschen kann oder eben nicht. Man muss es ja nicht jedem aufschwatzen, so hey, ich bin Wicca, Hexe, was auch immer, dass man das ist, dass man Magie wirkt. Das waren halt so meine Erfahrungen und ich würde mich freuen, wenn du deine Erfahrungen so oder was du generell darüber denkst, in den Kommentaren hinterlässt. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und dann verabschiede ich mich jetzt auch schon wieder so langsam von dir, denn ich habe jetzt genug geredet. Und dann verlinke ich dir hier an der Seite meine letzten beiden Videos und auf dieser Seite kannst du mich kostenlos abonnieren. Das tut auch immer noch nicht weh. Und dann wünsche ich dir noch eine wundervolle Zeit. Bis zum nächsten Dienstag. Ich hoffe, wir sehen uns auch wieder. Blessed be!